Genetik ist ein weiteres großes Feld, in dem viel passieren wird, weil der alles immer miteinander verknüpft ist. Da darf man nie einzeln betrachten. Es gibt auch schon länger Mensch-Tier-Hybride, die im Labor erzeugt werden, also Kreuzungen. Aus ethischen Gründen dürfen diese nicht zur Zeugung gebracht werden, sondern müssen wieder abgetötet werden im Verlauf. Jedenfalls ist das der offizielle Stand. Wenn es diese Forschungen gibt, gehe ich zumindest selbst davon aus, dass hinter verschlossenen Türen auch teilweise Sachen bis zum Ende gebracht werden aus, sag mal, forschendem Ehrgeiz. Von daher, diese ganzen Sachen sind nicht neu, sie sind schon vorhanden. Sie sind bloß noch nicht bei der aktuellen Bevölkerung richtig angekommen, weil sie noch nicht ausgerollt werden. Das ist ja immer so mit Dingen, sie werden erst im Verschlossenen vernünftig geprüft und dann werden sie ausgerollt und schmackhaft gemacht. Und um mit den Worten Kurzweil zu sprechen, die DNA ist der nanogefertigte Computer der Natur. Ich habe es vorhin schon mal kurz angeschnitten. Und wenn wir die komplette Kontrolle über die Genexpression und über unsere DNA erlangen, dann wird es auch in der Genetik schon mal, selbst ohne Nanotechnik oder nur in geringem Ausmaß, sehr, sehr viel verändern. Und die Genexpression zu beherrschen und so zu manipulieren, wie wir es gerade brauchen oder wollen, dazu kann man sich die Unternehmen Moderna und CureVac zum Beispiel mal sehr genau angucken. Vielleicht hat der eine oder andere die gehört in der letzten Zeit mit irgendwelchen komischen Sachen in Verbindung. Bestimmte Worte möchte ich hier ja nicht erwähnen, weil ich ja nicht auf diesen Themenkomplex hinaus will. Aber wir müssen einfach verstehen, die Plattform auf RNA-Basis, wenn diese Sachen ausgereift sind, wird es einer der größten Schlüsse sein, um Krankheiten zu vermeiden, aber Polarität auch einer der größten Schlüsse, um den Menschen komplett zu verändern und ob er das dann will oder nicht. Ich bin gespannt, wer das entscheidet. Genetik bedeutet letztendlich auch, so wie Huxley, wie wir am Anfang besprochen hatten, der Roman Schöne neue Welt, dort gibt es ja Alphas, Betas etc. Das heißt, verschiedene Klassen, ja, eine ganz klare Klassengesellschaft, die alle nicht mehr natürlich erzeugt werden, sondern aus dem Labor kommen. Da gibt es riesige Gebärmaschinen, riesige Fabriken, wo die Kinder sozusagen gezeugt werden. Und vorher ist schon bestimmt, welche Rolle du in der Gesellschaft bekommst. Die Alphas sind Leitende, die kriegen dann diese Persönlichkeitsmerkmale in die DNA schon eingesetzt. Betas ist dann so dazwischen und so weiter. Und dann gibt es auch normale Arbeiter. Das ist ja letztendlich die dystopische Fantasie, die dahinter steckt, von einer Gesellschaft, die komplett von oben abgeregelt wird und geplant wird. Und das ist für viele Menschen so extrem weit weg. Aber Leute, mit dem, wo wir aktuell stehen, technisch, und wir warten mal die nächsten 5 Jahre entspannt ab, ist diese Vorstellung von Menschen, die aus Fabriken kommen, mit diesen und diesen und diesen Eigenschaften, ganz nah dran an der Realität aktuell. Und auch CRISPR werden viele vielleicht schon mal gehört haben. Letztendlich ein Protein, was entdeckt wurde, was dazu benutzt wird, um aus der DNA Teile rauszuschneiden und zu letztendlich wieder einzusetzen, um die Insertion auch irgendwie in einem richtigen Rahmen vernünftig durchführen zu können. Auch das ist in der Krankheitsforschung ein Riesenpunkt und vielleicht eine der besten oder zumindest überwältigendsten Aufgaben der letzten Jahrzehnte. Und auch bei CRISPR gibt es ja jetzt schon mittlerweile andere Proteine, die auch gefunden wurden, die ähnliche Sachen können. Also ob CRISPR jetzt die letzte Lösung sein wird, da bleiben wir mal gespannt. Aber diese Richtung, dass man Teile der Natur nutzt, um andere Teile zu bearbeiten und zu manipulieren. In den USA zum Beispiel kann man auch schon Spermien kaufen von Nobelpreisträgern. Ja, da sind wir dann an diesem Thema Designerbabys, wie wir vorhin noch die Einblendung hatten, sehr nah dran wieder. Und jetzt kann man ja durch diese CRISPR-Sachen etc. nicht nur die Erscheinung, die vor ihm steht, verändern, also den Menschen selbst. Wenn man in die Keimbahn eingreift, dann ändert man damit die komplette Population eventuell. Da gibt es auch schon viele Tests, die aktuell ablaufen, teilweise auch von DARPA mitfinanziert, weltweit, wo einfach Wissenschaftler versuchen, bestimmte Plagen an Tieren so umzuschreiben, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen, etc. Das bedeutet, auch für die menschliche Spezies wird da vieles möglich werden. Vielleicht ist auch schon einiges möglich. Und auch dieses Thema sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass auch sämtliche Sachen in der Keimbahn dann modifiziert werden können. Dazu muss man sagen, das Erbgut selbst und die DNA sind sowieso dynamisch. Unser Körper, unsere Zusammensetzung, alles verändert sich sowieso täglich. Das heißt, diese Prozesse sind ein Stück weit auch normal, wenn man da eingreift.
Inwiefern das jetzt gegen die Natur ist oder sonst was, das sind dann religiöse und philosophische Anschauungen, wo jeder für sich selber klar werden muss, was möchte er und was nicht. Aber wichtig ist trotzdem zu verstehen, auch unser Erbgut ist sowieso im Prozess, sich zu wandeln, durch Umwelteinflüsse, durch unsere Ernährung, durch unseren Lebenswandel, durch die Kontakte, die wir haben. All diese Dinge spielen da mit rein. Wir schauen auch mal kurz in einen kleinen Videoausschnitt von Pierre Gilbert aus dem Jahr 1995 rein. Und den lasse ich einfach so für sich stehen, mal einfach nur als Gedanken. Biologique, il y a plus que les tempêtes organisées par les champs électromagnétiques. Il y a également la pollution que nous mettrons dans le sang et dans les veines de l'humanité en créant des infections. Et ensuite de ça, ayant créé ces infections volontairement, on créera des lois qui obligera la population à se faire donner des vaccins. Et dans ces vaccins, il y aura tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être contrôlé. On introduira dans ces vaccins des cristaux liquides. Ces cristaux se logeront dans les cellules de votre cerveau et ils deviendront des micro-récepteurs à des champs électromagnétiques envoyés par des ondes ultrasoniques à très très basse fréquence. Et avec ces ondes à très basse fréquence, on pourra vous empêcher de penser. On pourra faire de vous des zombies. Ja, also zu Genetik abschließend, auch das ist ein Riesenpunkt, wo viele Veränderungen auf uns zukommen. Und wenn wir, wie gesagt, davon ausgehen, dass die nächste programmierbare Plattform die DNA ist und nicht mehr der PC, dann geht es endlich auch darum, zusammen mit Nanotechnik, dass die einzelne Zelle, die ja jetzt schon als biologischer Computer verstanden wird, zu einem maschinellen Computer umgewandelt wird und von außen programmierbar wird. Und was dann entstehen kann, kann sehr positiv sein, kann aber auch sehr negativ sein.